Mein Mann ließ unserem Kuppler den Kopf abhacken. Mein Name ist Anna von Kleve. Das ist meine Geschichte. Ich wurde 1515 in eine Adelsfamilie hineingeboren. Mein Vater Johann III. War der Herzog von Kleve und meine Mutter Maria war eine einflussreiche Frau aus dem Herzogtum Jülichberg. Meine Kindheit verbrachte ich im Schloss Burg, einer riesigen Burganlage in der Stadt Düsseldorf. Dort wuchs ich mit meinen drei Geschwistern auf. Obwohl wir Adlige waren, lebten wir in eher bescheidenen Verhältnissen. Mein Vater war ein sehr frommer Mann und unterstützte die neue protestantische Bewegung, die von Martin Luther ins Leben gerufen wurde. Er erzog mich nach diesem Glauben, was mich sehr prägte. Im Gegensatz zu meiner Schwester Sibylle, die bereits im Alter von 14 Jahren mit dem Kurfürsten von Sachsen vermählt worden war, war ich mit 23 immer noch unverheiratet. Doch dies sollte sich bald ändern. Als ich 24 war, suchte der König von England, Heinrich VIII., eine neue Frau. Als der Künstler Hans Holbein ein Bild von mir malte, bekam Heinrich dieses zu Gesicht und war sofort in mich verliebt. Er beschloss, mich zu heiraten, obwohl wir uns noch nie zuvor getroffen hatten. Also reiste ich nach England. Ich war sehr beeindruckt von dem, was ich sah. Ich fühlte mich aber ein wenig einsam, da ich der englischen Sprache sowie den englischen Bräuchen nicht mächtig war. Heinrich und ich heirateten am 6. Januar 1540. Es gab eine große Feier, aber Heinrich war unzufrieden. Schon einige Monate nach unserer Hochzeit sagte er zu mir, dass er die Ehe beenden wolle. Er meinte, er fände mich nicht attraktiv. Der Kuppler, der unser Zusammentreffen arrangierte, bezahlte für seine missglückte Wahl mit seinem Kopf. Ich hatte Angst, denn einige von Heinrichs früheren Frauen waren nach deren Scheidung in große Schwierigkeiten geraten. Anne Boleyn war sogar hingerichtet worden. Nur 6 Monate nach unserer Hochzeit ließ Heinrich unsere Ehe annullieren. Doch entgegen meiner Befürchtungen blieb Heinrich mir gegenüber freundlich. Er nannte mich fortan königliche Schwester und versorgte mich mit einer stattlichen Rente, sodass ich ein gutes Leben führen konnte. Außerdem schenkte er mir Burgen und mehrere Schlösser. Ich durfte auch am königlichen Hof bleiben und an Feiern teilnehmen. In den nächsten Jahren führte ich ein ruhiges Leben. Ich überlebte Heinrich und sah, wie seine Tochter Mary Königin von England wurde. Die Menschen in meiner Umgebung schätzten mich für meine Großzügigkeit und ehrten mich deshalb mit dem Namen die mildtätige Dame. Ich starb am 16. Juli 1557 im Alter von 41 Jahren. Meinen Leichnam begrub man in der berühmten Westminster Abbey.